Missionen in Videospielen dienen nicht nur dazu, eine Geschichte zu erzählen oder dem Spieler Aufgaben zu geben. Sie sind auch eine Möglichkeit, die Spieler dazu zu bringen, Gebiete zu erkunden, die sie sonst übersehen würden, Aspekte des Spiels zu erleben, die sie sonst nicht ausprobieren würden. Und für Entwickler sind sie oft eine Möglichkeit, die Entwicklung neuer Funktionen voranzutreiben. Eine neue Mission oder ein globales Ereignis vom MFT-Team kann dazu führen, dass Designer in Sandbox-Teams auf der ganzen Welt 10 weitere erstellen. In der heutigen Sendung erkunden wir 2 aktuell in Entwicklung befindliche Missionen. Beginn mit Data Heist. Data Heist ist eine brandneue Mission, die im Star Citizen PU eingeführt wird. Es wird eine der ersten Missionen der Organisation Bit Zero sein. Bit Zero ist eine Gruppe von Hackern, die sozusagen reiche Kinder sind, die sich das Hobby des Hackens angeeignet haben und versuchen, eine Art Robin Hood zu sein. Sie wollen Dinge tun, aber es sind eben reiche Kinder. Sie wissen nicht einmal, dass das Bestehlen eines Händlers in dieser Höhe für dessen Händler überhaupt relevant ist. Der Spieler wird die Mission annehmen und zum Zielort gehen. In diesem Fall verwenden wir UGFs. Sobald sie sich in der Anlage befinden, müssen sie Zugang zum Hauptrechner erhalten. Das können Sie auf verschiedene Arten tun. Wir haben immer noch Hacking-Mechanismen, bei denen Sie einen Kryptoschlüssel verwenden können. Es gibt auch andere Methoden, die möglicherweise vor Ort verfügbar sind und Ihnen helfen, auf diese Hauptrechner zuzugreifen. Aber das überließe ich Ihnen, herauszufinden wie. Sobald du dich erfolgreich eingehackt hast, musst du den Hacker in das System lassen. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt er die gesamte Arbeit beim Hochladen der Daten von den Servern. Deine Aufgabe ist es jedoch, die Sicherheit dieser Server aufrechtzuerhalten, damit der Upload erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dann werden wir anfangen, ein paar Feinde in der Umgebung erscheinen zu lassen, da sie auf deine Invasion ihres Eigentums reagieren. Sie werden hereinkommen und du wirst gegen sie kämpfen. Gleichzeitig gibt es die Besitzer dieser Server. Obwohl sie nicht vor Ort sind, haben sie die Möglichkeit, sich remote in ihre Systeme einzuloggen. Und sie sind wahrscheinlich nicht sehr erfreut darüber, dass du versuchst, ihre Daten zu stehlen. Während der Mission wirst du feststellen, dass einige dieser Server anfangen zu überhitzen. Das liegt daran, dass die Eigentümer des Ortes entscheiden, dass sie den Hacker nicht aus dem Ort vertreiben können. Aber sie können versuchen, dich zu stoppen oder dich daran hindern, die Daten zu bekommen. Sie schalten die Kühlung dieser Server aus. Wenn die Kühlung ausgeschaltet ist, versuchen sie im Grunde genommen, ihre Server zu schmelzen und die Daten zu zerstören. Sie bevorzugen also ein Szenario, in dem sie ihre Daten zerstören. Dann musst du die Umgebung erkunden und herausfinden, warum sie überhitzen und versuchen, dies zu stoppen. Das wird eine der größten Situationen während dieser Mission sein. Es geht im Grunde genommen so weiter. Du hast eine bestimmte Menge, die du hochladen sollst und du musst sie verteidigen. Dann musst du sie wieder einschalten und das geht so weiter, bis du entweder erfolgreich bist oder scheiterst. Data Heist ist eine Mission für moralisch zwielichtige Personen. Ich würde niemals sagen, dass sie für die Guten oder die Bösen gedacht ist. In ihrer ersten Umsetzung wirst du Sicherheitsorte infiltrieren, also UGFs. Zu diesem Zeitpunkt ist es also illegal. Es ist eine Verteidige-das-Objekt-Mission, aber wir fügen dieser Mission interessantere Gesetze und Komplexität hinzu. Es geht nicht nur darum, etwas vor Beschädigung zu schützen. Wir fügen eine zusätzliche Ebene des Gameplays hinzu, bei der es darum geht, wie etwas zerstört werden kann. Wir fügen also zusätzliche Ebenen hinzu, sodass es nicht nur um physische Zerstörung geht, sondern auch um die Vorstellung, dass die Daten auf diesem Server zerstört werden. Wir wollten diese beiden Elemente miteinander verbinden. Mein Lieblingselement an der Mission ist vielleicht das, was sie an Möglichkeiten eröffnen könnte. Dass es die erste Mission für Bit Zero ist, begeistert mich sehr. Ich bin ein Fan von anderen Videospielen, die Hacking beinhalten. Und die Vorstellung, dass eine ganze Organisation sich um Hacking dreht, ist für mich sehr aufregend. Die Rolle des Mission Feature Teams besteht nicht nur darin, neue Missionen zu erstellen, sondern auch die Werkzeuge zu entwickeln, die von den Content Teams übernommen werden, um frischen Wind in das Spiel zu bringen. Ein solches Werkzeug in Data Heist ist beispielsweise ein Modul, das auf Zufälligkeit ausgerichtet ist. Es wird zufällig einen Server im Raum anvisieren, um dich in der UGF in Bewegung zu halten und dich während der Mission auf Trab zu halten. Dies kann jedoch auch von anderen Designern genutzt werden,
um alles mit Zufälligkeit zu steuern. Statt immer die Spawns aus den Spawn-Schränken zur gleichen Zeit zu sehen, könntest du auf Trab gehalten werden. Mit einer Mission, wie Data heißt, erhalten wir mehrere neue Werkzeuge in unserer Werkzeugkiste. Zusätzlich zu den Standardmissionen im Spieluniversum überprüft das Mission Feature Team ständig und überdenkt die globalen Ereignisse, die das ganze Jahr über stattfinden. Wir prüfen, ob sie sich so verhalten, wie wir es beabsichtigen. Nicht nur in Bezug auf Bildrate, sondern auch in Engagement, Spaß, Begeisterung und Unterhaltung. Wenn sie das nicht tun, benötigen sie möglicherweise Verbesserungen oder sollten eingestellt werden. Das neue globale Ereignis Blockade Runner hofft, beides zu bieten. Der Blockade Runner ersetzt tatsächlich eine Ninetales-Sperrung. Wir haben die Ninetales-Sperrung analysiert und die Teilnahme an diesem lokalen Ereignis sowie das Verhalten der Spieler darin untersucht. Die Teilnahme an der Ninetales-Sperrung war nicht besonders hoch. Wir haben erkannt, dass es keinen Sinn macht, diese globalen Ereignisse aufrechtzuerhalten, wenn niemand daran teilnimmt. Stattdessen haben wir uns die anderen von uns erstellt wie Xenothread angesehen und das Gameplay darin betrachtet, dass die Spieler anspricht und ihnen Spaß macht. Das war der Aspekt des Erkundens der Wracks in Xenothread, das Aufsammeln der Kisten und ihrer Auslieferung. Die Spieler genießen diese Erfahrung und arbeiten gerne als Team zusammen, um dies zu tun. Daher haben wir uns überlegt, was wir damit machen können und ein neues Event entwickelt, bei dem die Spieler sofort verstehen, worum es geht. So entstand die Idee eines Blockade-Runner. Blockade Runner ist ein neues globales Ereignis, an dem wir gearbeitet haben. In diesem Ereignis errichtet eine kriminelle Fraktion eine Blockade um einige Raumstationen im Universum. Dadurch wird der Handel und die Reisen zwischen diesen Stationen problematisch. Und ihr Ziel dabei ist es, den Handel mit einem bestimmten Material zu verhindern, das für die Herstellung von Raumschiff-Treibstoff wichtig ist. Die Idee ist, dass ein Spieler dazu aufgerufen wird, bei der Lieferung einer neuen Ware zu helfen, die an der Produktion von Quantentreibstoff beteiligt ist. Diese Ware muss von unseren LEO Stations wie Everest Harbor zu ihren Raffinerie-Schwesterstationen geliefert werden. Dabei müssen innerhalb einer bestimmten engen Zeitspanne eine bestimmte Menge geliefert werden. Dieses Material hat eine kurze Halbwertszeit. Daher wird es wertlos, wenn es nicht ordnungsgemäß in dieser speziellen Einrichtung gelagert wird und du musst es erneut versuchen. Wenn du am LEO ankommst, gibt es eine Blockade durch Kriminelle, die du durchbrechen musst. Du landest, kaufst so viel von dieser Ware, wie auf dein Schiff passt, startest erneut und musst dich erneut durch die Blockade kämpfen. Auf dem Weg dorthin könnten dich weitere Kriminelle abfangen, die nicht wollen, dass du entkommst. Auf der anderen Seite gibt es keine Blockade, aber du musst dich trotzdem durchkämpfen. Dann landest du und verkaufst diese Ware. Es gibt also eine Lieferschleife für die Spieler. Nicht jedes Schiff ist am besten dafür geeignet, sich ohne Eskorte mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Die Idee ist, dass Spieler auch diese Missionen übernehmen und andere Spieler in Kampfschiffen unterstützen. Vielleicht beauftragt man eine Person mit dem großen Tanker und andere, alle Feinde entlang des Weges abzuwehren. Im Kern ist Blockade Runner eine Kombination aus Transport und Verkauf von Fracht sowie dem Weltraumkampf. Eine Sache, die mir an Star Citizen besonders gefällt, ist der Weltraumkampf. Ich war nie wirklich ein großer FPS-Spieler, aber der Weltraumkampf sagt mir zu. Und eines der Hauptelemente von Blockade Runner ist der Weltraumkampf. Die Einsätze sind höher. Also, wenn du einen Fehler machst, regenerierst du nicht einfach, sondern du musst die gesamte Fracht erneut kaufen. Also pass auf. Als Entwickler habe ich das bis jetzt alleine gespielt. Bald werden wir einige Testläufe durchführen, um die Mission richtig zu erleben. Aber bislang habe ich sie alleine gespielt mit einem Schiff, das sowohl kämpfen als auch transportieren kann. Welches Schiff benutzt du? Die Cutlass Black, das beste Schiff für alles. Also,
Also, was haben wir diese Woche gelernt? Wir haben gelernt, dass Missionen wie Data Haste den Spielern nicht nur mehr Möglichkeiten zum Spielen bieten, sondern auch den Mission Designern mehr Werkzeug zur Verfügung stellen. Wie in allen anderen Aspekten von Star Citizen werden auch globale Ereignisse kontinuierlich bewertet und verfeinert und gelegentlich neu aufgebaut und ausgetauscht, wenn nötig. Blockade Runner ist genau dafür gedacht, die ehemalige Nine-Tails-Sperrung bis zum Ende dieses Jahres zu ersetzen. Vergesst nicht, dass es nur noch 3 Wochen bis zur CitizenCon 2953 sind, dem zweitägigen Event aus dem Los Angeles Convention Center, bei dem ihr die größte Ansammlung von Informationen, Technologie, Features, Grafiken und mehr zu Star Citizen erhaltet. Das alles wird euch über Twitch direkt ins Gehirn übertragen. Oder wenn ihr persönlich vor Ort seid, indem ihr den ganzen Tag Mark Gibson verfolgt und ihn nach seiner Herkulesstimme fragt. Ich kann sie immer noch hören, wenn ich mir die C1 anschaue. Für Inside Star Citizen bin ich Jared Huckabee. Vielen Dank, dass wir den Entwicklungsprozess des Spiels mit euch teilen dürfen. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Gefällt es dir? Bisher ja, wie ich schon sagte, bin ich ein großer Fan des Weltraumkampfes. Also funktioniert dieses Element ziemlich gut für mich. Der Kauf und Verkauf und Fracht funktioniert auch gut. Schneidet den Teil raus.